Heute stelle ich euch wieder fünf YouTuber vor, die ich in letzter Zeit so gefunden habe, ausgegraben habe. Das letzte Video war ja schon ein bisschen länger her und ich würde einfach sagen, wir legen los nach dem Intro. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich möchte dir heute fünf YouTuber vorstellen, die ich gefunden habe. Du bist wieder ein bisschen gefragt. Schreib mir doch deine liebsten YouTuber unten in die Kommentare. Bis 30.000 Abonnenten stelle ich YouTuber vor. Let's Play-Kanäle nicht, weil das gucke ich selber nicht und das kann ich irgendwie nicht so wirklich beurteilen. Also bis 30.000 vielleicht nicht die bekanntesten YouTuber aufschreiben, die du guckst, sondern die, die man vielleicht nicht kennt, die so ein bisschen untergehen. Und die stelle ich in diesem Format hier vor. Übrigens habe ich dir unten in die Infobox mal die Playlist gepackt und erst die Kommentare versuche ich das jetzt auch mal reinzupacken. Das ist jetzt das 8. Video. Ich habe jetzt schon einige Kanäle vorgestellt. Guckst du mal rein, da findest du die Playlist und da hast du dann noch ein paar extra gute Leute, die ich dir vorgestellt habe. Und da findest du auch meinen Kanal. Ich habe ja einen Zweitkanal, der sich mit Minimalismus, Intuition, Veganismus, Persönlichkeitsentwicklung etc. beschäftigt. Das sind also alle Ernährungsthemen sozusagen hingewandert. Falls du die vermissen solltest, findest du auch erst den Kommentar. Guckst du mal unten rein. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los mit dem ersten Kanal. Nani folge ich schon einige Zeit. Sie macht jetzt nicht so regelmäßig Videos, was auch mit ihrem Gesundheitszustand zu tun hat. Auf diesem Kanal geht es zum einen um ihre Entwicklung, um psychische Erkrankungen geht es auch so ein bisschen. Es geht aber auch um ihr Leben, es gibt Vlogs, es gibt ja, Kochvideos zum Beispiel, DIYs gibt's, was ich richtig toll finde. Und sie hat so eine ganz spezielle Perspektive zum Leben selbst. So hat sie zum Beispiel ein Video gemacht, das ist wohl das bekannteste von ihr, über den Ausstieg aus der Sekte, was ich total interessant fand. Die Geschichte möchte ich an der Stelle nicht wiedergeben, weil das soll sie selber erzählen, da hat sie ein Video dazu. Und so bin ich zu ihr geraten. Mir wurde irgendwann mal ein Video von ihr ausgespuckt, genau zu dem Thema. Ich glaube, ich habe schon ein paar Videos zu dem Thema angeguckt gehabt. Und dann kam auch ihr Video und sie hat so eine ganz tolle Fähigkeit zu erzählen, dass man ihr unwahrscheinlich gerne zuhört. Sie wird jetzt gerade vegan. Ich bin gerade dabei, ein kleines Projekt zusammenzustellen und bin mit ihr so ein bisschen in Kontakt. Und sie lebt größtenteils schon vegan, aber noch nicht so hundertprozentig, was ich total interessant finde, weil bei mir war das ja auch ähnlich. Ich war ja 17 Jahre Vegetarierin und bin dann zur Veganerin geworden. Und alles, was ich zu ihr finde, packe ich euch zum einen mal unter das i, da guckt ihr rein, und unten in die Infobox packe ich den Rest. Also da auch mal reingucken und falls ihr sie abonniert, lasst ihr doch einen Gruß von mir da. Machen wir weiter mit Werde Vegan. Der gute Christian hat einen Kanal aufgemacht. Der ist noch super neu. 50 Abonnenten oder so habe ich als letztes geguckt. Hier gibt es Videos zum Thema Veganismus, veganem Sport, Fitness und so. Also er ist da auch relativ fit und hat jetzt auch ein Video über veganen Käse gemacht. Hat da so ein bisschen vergleicht und so, verglichen. Ich bin noch ein bisschen erkältet, es tut mir wirklich leid. Und bei ihm hat es mich halt wirklich irgendwie so gefreut, dass es auch noch Leute gibt, die mit den neuen Regeln anfangen. Ja? Also ich habe ja erst gedacht, so, da wird niemand mehr anfangen wollen. Aber es gibt sie. Es gibt sie wirklich. Und eure Unterstützung ist gefragt. Das ist ein lieber Kerl. Ich kenne ihn von Instagram. Ich werde euch das Instagram-Profil unten auch mal reinpacken. Den Kanal verlinke ich euch unter dem i. Schaut da mal rein, lasst ihm einen lieben Gruß da und ja, Unterstützung von euch ist gefragt. Machen wir weiter mit dem Zwangsneurotiker. Bei dem Kanal geht es um gesundheitliche Themen wie die Derealisation. Oh Gott, ich hatte ein bisschen Angst, das auszusprechen. Da werde ich mich auch noch ein bisschen reinfuchsen. Das finde ich ganz interessant. Irgendwie allgemein psychische Erkrankungen und so. Was es da nicht alles gibt. Also beschäftige ich mich da auch so ein bisschen damit.
Es geht um Tinnitus bei ihm auf dem Kanal, aber nicht nur. Also es geht auch um Gesundungsprozesse. Wie ihr wisst, bin ich ja auch eine chronisch Kranke sozusagen. Und da nimmt man einfach auch viel mit von so viel Positiven. Also man muss nicht an den beiden Sachen erkrankt sein, um ihm zu folgen. Er ist sowas von sympathisch. Ich folge ihm jetzt auch noch nicht ganz so lange. Ich kenne ihn, glaube ich, seit 1,5 Monaten oder so. Also fuchs mich erstmal auch noch in sein Thema rein. Er ist aber total so ein Kumpeltyp, ja. Also so Leuten höre ich halt unwahrscheinlich gerne zu. Ich werde euch wieder alles zu ihm unter das E packen, also einmal den Kanal. Da kommt ihr zum Kanal direkt. Und unten in der Infobox guckt ihr rein, da findet ihr den Rest, falls es noch mehr gibt sozusagen. Der nächste Kanal ist der Kanal von der Claudia Luis. Ich mag sie total gerne. Sie hat so eine ganz, ganz positive Art, aber da kann man sich halt auch immer so ein bisschen täuschen, ja. Also man sieht immer nur das, was man sehen möchte. Aber natürlich möchte sie ein positives Gefühl transformieren, rüberbringen sozusagen. Und bei ihr auf dem Kanal geht es um Essstörung. Bullet Journal habe ich auch schon entdeckt, wie ich auf sie gekommen bin. Ich glaube über eine neue Abonnentin von mir. Ich gucke ja auch immer so ein bisschen, was ihr so guckt, wenn ihr eure Abos veröffentlicht habt. Da schaue ich dann immer so ein bisschen, ob ich selber da was rausnehmen kann oder halt auch für dieses Profil hier was rausnehmen kann. Und da bin ich zu der Claudia Luis gekommen und ich finde, sie ist, das ist ein sehr wichtiger Kanal, gerade zum Thema Essstörung. Wie ihr wisst, ich habe 20 Jahre lang Essstörungen betrieben. Ich habe sehr stark diätet und hatte ein sehr gestörtes Essverhalten. Und da finde ich sowas einfach sehr, 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 sehr hilfreich. Gerade bei der Thematik intuitivem Essen kommen immer wieder Leute zu mir, die sehr ausgeprägte Essstörungen haben. Und da kann ich natürlich nicht weiterhelfen. Da möchte ich auch nicht weiterhelfen. Und da finde ich so Kanäle wie ihren unwahrscheinlich wichtig. Also richtig, richtig wichtig, weil sie halt einfach die richtige Message rüberbringen. Und man erfährt sehr viel über ihre Gesundung, über ihre Entwicklung. Ich finde das total interessant und sie hat halt wirklich so eine ganz nette und liebe Art. Falls ihr euch für das Thema interessiert, findet ihr natürlich wieder alles unter dem i oder in der Infobox. Als letzten möchte ich euch Gregor Ivanov vorstellen. Oh, der ist super. Der ist richtig, richtig toll. Den habe ich über die Gruppe, über die Facebook-Gruppe Intuition, Essen, Leben, irgendwie sowas, Achtsamkeit, habe ich den entdeckt. Da ist er selbst auch drin und da hat er ein Video gepostet und ich fand das so abartig und habe mich dann so ein bisschen mit ihm beschäftigt, sozusagen. Auf seinem Kanal gibt es die Montags-Mikroschritte, finde ich richtig toll. Also kleine Schritte, die man erfolgreich für sein Leben umsetzen kann, um etwas zu verändern. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es nochmal richtig wiedergeben kann. Das habe ich auf seiner Website gelesen. Die verlinke ich euch auf jeden Fall auch unten in der Infobox. Und seinen Kanal findet ihr unter dem i. Er hat eine Gelenkerkrankung. Hat er sie noch? Oder hat er sie überwunden? Oder war es nur das Knie? Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall haben ihm die Ärzte gesagt, du lass mal lieber sein mit Sport und so. Und jetzt, er hat das relativ lange dann so gemacht, wie es die Ärzte von ihm verlangt haben. Und danach hat er das Essen umgestellt, seine Einstellung umgestellt, ist aufs Land gezogen mit seiner Familie, ist richtig krass sportlich unterwegs, wenn ihr ihm auf Instagram folgt. Der fährt ja am Tag 80 Kilometer oder so mit dem Fahrrad, wenn er Zeit hat. Und macht, glaube ich, auch so Schulungen und so. Von ihm gibt es auch ein kostenloses E-Book. Müsst ihr mal auf der Homepage von ihm gucken. Ich werde euch alles verlinken zu ihm. Er ist so ein richtig cooler und netter Typ, ja. Der ist so richtig. Oh. Ja, und ich habe mich so gefreut, als ich den gefunden habe. Das ist wieder so ein Fall gewesen, wo ich mir gesagt habe, hey, es gibt sie doch. Ich habe vor kurzem mit jemandem ein bisschen diskutiert. Und derjenige ist zu 100% der Überzeugung, auf YouTube gibt es nur Schund, gibt es nur Scheiß. Und das finde ich ein bisschen schade, dass die Plattform an sich nur mit diesem Scheiß konfrontiert wird. Ja. In anderen Ländern sieht es ein bisschen anders aus, aber bei uns, so im deutschen Bereich,
gibt es die Schminkis und dann gibt es die in Hähnchenschenkel badenden, Pudding badenden Leute und dann gibt es nichts mehr. Dann gibt es lange nichts mehr. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Und deswegen hat es mich so derart gefreut, als ich Gregor entdeckt habe. Er ist vegan, er lebt vegan, er hat sozusagen seine ganze Ernährung umgestellt und so. Und macht Sport und ist halt wirklich so, hat eine so tolle Einstellung zum Leben. Hat von da bis da Tattoos, was mir total positiv natürlich auch aufgefallen ist, sozusagen, wenn man mal um das Optische herum, wenn es mal um das Optische geht, sozusagen. Also, er ist richtig cool. Wenn ihr bei ihm vorbeischaut, lasst einen Gruß von mir da und ich werde euch alles wieder in der Infobox verlinken und unter dem i. Dieses Format lebt auch so ein bisschen von deinen Empfehlungen, also nicht nur von dem, was ich finde, sondern das, was du auch kennst. Stell mir mal deine Lieblingsleute vor, sozusagen auf YouTube, die du echt gerne guckst. Denk daran, ich stelle nur Leute vor bis 30.000 und keine Let's Play-Kanäle. Das mache ich definitiv nicht, weil das gucke ich selber nicht und das kann ich dann nicht so gut beurteilen. Schreib mir das bitte unten in die Kommentare, das würde mir unwahrscheinlich helfen und es würde mich unwahrscheinlich freuen, da so ein bisschen mich dann durch deine Vorschläge zu fuchsen. Ich melde mich an der Stelle immer wieder ab. Gebt mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.